Mopeds und Münchweier, das gehört irgendwie zusammen. Einer der vielen Moped-Verrückten hier ist Gerhard Ebert. Tag! Das ist ja. Tag. Das ist aber richtig alt hier, oder? Ah, das ist richtig alt. Bau 1959. Gefunden in einem alten Schuppen. Gerhard Ebert ist ein echter Sammler. Was nicht mehr läuft, macht er wieder flott. Dafür hat er eine ehemalige Kneipe umfunktioniert in Moped-Garage und Schrauberwerkstatt. Und auch die Jungen wie Sohn Jens stehen auf die alten Mopeds. Das ist halt einfach das Fahren von den 50er. Es macht halt einfach Spaß. Es ist halt nicht so rasant, nicht so schnell. Und der Moped-Virus soll extrem ansteckend sein. Na, wollen wir doch mal sehen. So ein kleines Mofa mit Automatik, genau das Richtige für den Anfang. Zweimal Bremse. Ja, zweimal Bremse und Gas. Und wenn einer eine Ausfahrt plant, dann passiert das in Münchweier. Ja, wenn man einmal welche anruft, dann kommen die. Ach, war nicht? Jetzt ist ganz Münchweier mit unterwegs, oder wie? Ja klar, fast. Was ist denn das Tolle an diesem 50erle? Ja, es ist einfach entschleunigt, es macht sehr viel Spaß, man ist eine Gemeinschaft. Kleine Ausfahrt mit 30 Münchweierer Moped-Fans, nicht schlecht. Mit 25 km/h geht's gemächlich Richtung Weinberge. Macht echt Spaß. Man ist auch langsamer unterwegs und sieht jede Flasche im Graben und alles, was rumliegt, oder? Ja. Und so ist es halt. Entschleunigt das Leben. Ja. Aber zur Entschleunigung gehört auch das. Panne. Nach gerade mal 3 Kilometern. Mein Mofa springt nicht mehr an. Die Zündkerze. Ah. Ja, ich, aber die ist fürs Sofa halt. Ja, die. Es lebe das Ersatzteil-Kit. Neue Zündkerze drauf. Und. Unglaublich. Ah! Jetzt kommt die Steigung! Beim Mofa heißt es dann Vollgas und mittreten. Benzingeruch in der Nase, Knatterton im Ohr, für Gerhard Ebert der pure Genuss. Weinreben! Schöne Sonne, alles rum und ran für heute Abend, optimal! Richtig schön! Echt toll! Oben auf dem Heuberg, kurze Rast für Mensch und Moped. Ist es so, dass in Münchweier das auch ansteckt, weil es irgendwie alle macht? Auf jeden Fall. Total, total, ja. Also das ist so ein Selbstläufer mittlerweile. Auf jeden Fall, ja. Also alle möchten nur noch Moped fahren und so alt wie möglich. Das ist für mich wie gute Musik, die ich gerne höre, wenn der Motor läuft. Laut und langsam, wobei es gibt da so gewisse Tricks. Wenn man dann auf Null schaltet, also den Gang rausmacht, und dann läuft es auch mal 45. 45! Weiter geht's. Allerdings nicht ohne weitere Pannen und neue Zündkerzen. Zurück in Münchweier, wo sich irgendwie alles um Mopeds dreht. 1600 Einwohner und mindestens 400 davon sind mit 50 Kubik unterwegs, sagt Gerhard Ebert. Und die sorgen immer wieder für Stimmung im Ort. Also ein bisschen haben sie mich schon angesteckt mit ihrem Virus, die entschleunigten Moped-Fans von Münchweier.